Okay, ich bin bereit und ich bin mutig. Gemeinsam werden wir es schaffen, gegen dieses Pokémon FM erscheint. Los geht's, Schnuffi! Wird Schnuffi es schaffen, dieses Pokémon zu bezwingen? Bleibt auf jeden Fall dran! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Schild! Hier auf Katze, der Kanal für Kinder! Uiuiuiui! Fängt es schon mal lustig an, denn hier haben wir wilde Wingulls. Wingull! Wingull! Damals sagte ich immer Wingul, aber im Anime sagten sie Wingull. Ja, meine Lieben, wir haben seit der letzten Folge ein entwickeltes Schnuffi, ein entwickeltes Hoplo. Und dieses nennt sich Kickerlo. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Häschen. Hat einen schwarzen Pyjama und... ja, einen schwarz-roten Pyjama, rote Socken, wie auch immer. Pokéball, los! Fang uns dieses Wingull. Ja, auch heute geht es wieder in der Naturzone weiter. Auch heute wollen wir sehen, was wir alles entdecken werden, welche Pokémon wir fangen werden. Und natürlich benenne ich meine Pokémon nach euch, nach der Katzen-Community, nach allen Kindern, die hier zugucken. Wingull, es nistet an Steilküsten und nutzt die Luftströme, um im Gleitflug in den Himmel emporzusteigen. Okay. Willst du Wingull einen Spitznamen geben? Natürlich möchte ich das. Das Wingull möchte ich nämlich dem lieben Niklas widmen. Niklas allerdings mit CK. Wartet auch schon länger, seit ein paar Folgen. Und er hatte sogar eine Prachtfeder. Aber keine Angst, denn ich fange ja noch viele weitere Pokémon. Bitte, 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 ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr die Videos bis zum Schluss schaut. Denn es gab schon tatsächlich ein Kind, das gesagt hat, Mensch, Katze, wann bin ich denn endlich dran? Dabei war dieses Kind sogar schon in der dritten Folge dran, wo ich meine ersten Pokémon benannt habe. Ja, ja, ja. Da muss ich jetzt mal mit dem Finger zeigen. Bitte, bitte zugucken, ja? So, Pelipper, das ist die Entwicklung von Wingull. Traue ich mich allerdings nicht, weil ich glaube, dass es genauso schwer sein wird wie unser lieber Grabbit aus der letzten Folge. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Denn dann verpasst ihr keine spannenden Videos mehr und seid ein Teil unserer Katzen-Community. Kindgerechte Videos für die ganze Familie. So, hier ist ein Skoppel. Hier läuft wirklich alles kunterbunt herum. Ich suche aber nach neuen Pokémon. Wo war ich denn noch nicht? Ganz viele Wadribis. Und was ist das denn für ein Rocker? Ist das ein Power Ranger in grün? Ich weiß es nicht. So. Dusselgur haben wir auch schon. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, könnte ich mal ganz, ganz, ganz kurz meine Pokémon heilen. Denn meine Pokémon sind etwas geschwächt. So, hallo. Ah, soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja, hey, ist doch kein Problem. Also, viel Spaß und viel Glück. Dankeschön. So, wow, ein Onix. Hallo, Onix. Auf welchem Level bist du denn? Ein Onix erscheint. Wow, es wirkt extrem stark, stand da noch. Und es ist auf Level 26. Gar keine Chance. Tschüss. Tschüss. Nein, 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 nein. Oh, Kreideschrei. Das ist kein schöner Angriff. Denn meine Verteidigung sinkt zu Boden. Einmal Felsgrab oder Erdbeben oder was dieses Onix kann und zack, wäre Kickerlo weg. So, wir schütteln mal am Bärenbaum. Schüttel, schüttel, schüttel. Eine Sillenbeere. Möchtest du nochmal schütteln? Ja klar. Schüttel, schüttel, schüttel. Zwei Amarena-Bären. Nochmal, komm. Bis ein Pokémon kommt, tatsächlich. Ah, oh, wie süß. Ein Kikugi. Kikugi. Ein Kirsch-Pokémon. Eine Kirsche. Och, süß. Das möchte ich mir fangen. Erstmal schwächen mit Rückzug-Hieb. Sollte stark genug sein und trotzdem nicht zu stark. Blattwerk. Oh, Blattwerk ist, glaube ich, ein ziemlich netter Angriff, soweit ich weiß. Gut. Dann ist es an der Zeit, einen Pokéball zu werfen, würde ich sagen. Pokéball, los! Komm, ich möchte bitte dieses Kirsch-Pokémon haben. Kirschi, 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 bleib im Ball. Ja. Kikugi wurde gefangen. Ach, ist das süß. Kikugi. Und Dennis erreicht Level 13. So. Für Kikugi ein Eintrag.
Kikugi. Je stärker die Rotfärbung seines Körpers ist, desto mehr Nährstoffe stecken in ihm und umso süßer und besser schmeckt sein Bällchen. Was, ein Bällchen? Das würde ich doch niemals essen. Das ist doch ein Pokémon. Du kannst doch kein Pokémon essen. Liebe Joelle. Liebe Joelle, ich widme dir dieses süße Kirsch-Pokémon. Du hast, glaube ich, noch nie gefragt, dass du ein Pokémon sein möchtest, aber du kommentierst immer so lieb, so freundlich und du hast es dir verdient. Du bist unser kleines, süßes Kikugi. Ich raste aus vor Glück, vor Süße, wenn man das so sagen darf. Und, oh, ein Frubel. Ein Frubel. Was ist das eigentlich für eine Frucht? Das ist auch so eine Kirsche, nee, oder? Ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, nicht die Entwicklung von Kikugi. Ich muss zugeben, ich bin kein Pflanzen-Pokémon-Experte. Ich bin eher der Freund von... Ja, was sind eigentlich so... Was ist eigentlich mein Lieblingstyp? Damals war es immer Wasser, weil ich ja großer Fan von Shigi bin. Wer Pokémon Let's Go Pikachu gesehen hat, der kennt meine Lieblings-Pokémon. Shigi auf Platz 1, auf Platz 2 Despotar, auf Platz 3 Absol. Meine drei absoluten Lieblings-Pokémon. Aber, ja... Fostelka finde ich auch noch irgendwie lustig. Fostelka. Mag, glaube ich, kein Mensch, aber ich liebe Fostelka. So. Frubel. Frubel, wenn es angegriffen wird, sondert es einen köstlich süß duftenden Angstschweiß ab, der leider meist nur noch weitere Feinde anlockt. Oder arme. Oder das arme Pokémon. Frubel, auch ein süßes Pokémon. Kikugi ist ein bisschen süßer, aber Frubel ist auch toll. So, dieses Frubel möchte ich nämlich der lieben Meriem widmen. Meriem, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Du bist Frubel. Willkommen bei uns im Team. Im Pokémon-Team, in Pokémon-Schild. Zumindest in der Box. Aber ich wechsle ja mal durch. Da hüpft ein Safcon herum, da ist ein Wadribi, alles schön und gut. Und hier haben wir natürlich ein Pokémon-Nest. So, hier hinten gibt es Energie, ein Energiestrom. Wir haben immer noch keinen Dynamax-Kampf gehabt. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es heute so sein wird. Dass es heute so weit sein wird. Oh, ein Roselia! Roselia! Ich bin großer Fan auch von Roserade. Habe ich geliebt in der vierten Generation. Diamond und Pearl. Roserade hat alles besiegen können. Glut! Glut mache ich deswegen, weil das Pokémon auf Level 15 ist. Oh, Egelsamen. Ich sehe schon, das wird kein schöner Kampf. Nein, nein, nein. Egelsamen ist immer so ein Angriff, wo man sich denkt, ach nö, muss das jetzt sein? Ich möchte nicht. Bitte, Roselia. Bitte, bitte, tu uns das nicht an. So, nochmal Glut. Wobei jetzt Egelsamen auch nochmal so viel heilt, dass es wahrscheinlich sogar im grünen Bereich sein wird, wenn ich Pech habe. Sorgensamen. Hey, du musst dir doch keine Sorgen machen. Kikalo macht dir nichts. Kikalo möchte dich bloß fangen. Okay. Ich frag mich, wie man Sorgensamen taktisch gut einsetzen kann in einem Pokémon-Kampf. Wir brauchen auf jeden Fall hier die Pokémon-Experten. Und ich denke da an einen ganz bestimmten... Ja, du darfst gerne grinsen und dich angesprochen fühlen, mein lieber Leop. Leoip. Ich kann deinen Namen bis heute nicht aussprechen. Ich werde es mir auch nie merken können. Sei mir nicht böse. Klasse! Roselia wurde einfach mal gefangen. Ich habe super viele weibliche Pokémon im Team, sehe ich gerade. So, Frederik, Level 16. Kim, 13. Und? Ein Pokédex-Eintrag, ist ja klar. Roselia, seine Hände scheiden beim Angriff jeweils ein anderes Gift aus. Je stärker Roselia duftet, desto gesünder ist es. Oh, okay. Also wenn es stark nach Blume riecht, ist Roselia einfach kerngesund. So, dieses tolle Roselia, ich finde Roselia echt super. Schönes, schönes, starkes, tolles Pokémon. Dieses Roselia möchte ich jetzt der lieben... Achtung! Meiran widmen. Liebe Meira, du bist Roselia. Willkommen. Und jetzt kommen wir hier. Was ist das? Energie strömt da heraus. Und oh, es geht los. Wenn du ein Dynamax-Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab. Okay. Mitspieler suchen kann ich nicht, da ich keine Online-Funktion habe. Aber alleine kämpfen. Oh, ich werde von Trainern unterstützt. Okay. Achtung, erster Dynamax-Kampf für uns im Spiel. Wow, was geht jetzt los? Wow. Ein wildes FM erscheint. Ich frage mich bis heute, wie man auf den Namen FM kommt.
Naja, gut. Hat bestimmt eine Bedeutung. Muss an den Ohren liegen, an der Frequenz, keine Ahnung. Sonnenlicht. Oh, Sonnenlicht ist gut. Das verstärkt meinen Feuerangriff. Okay, ich bin bereit. Was muss ich machen zum Dynamaximieren? Schnuffi, aha, Großbrand, ist ja klar. Sonne, 5 Runden, okay, alles klar. Pokémon? Oh, Togepi ist im Spiel. Und ein Fisch und ein Kurtel. Okay, Dynamax. Okay, Dynamax, deiner Brand auf FM. Okay, ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Dynamax! Zeit, dich riesig zu machen. Wow. Schnuffi ist riesig geworden. Schnuffi. So, jetzt bin ich bereit. Und deiner Brand. Das ist wie eine Explosion. In Kombination mit einem Flammenwurf. Deiner Düse. Okay. Scheint ein Flugangriff zu sein. Ich hatte schon kurz Angst, dass es von Typ Wasser ist. Initiative steigt. Oh, nicht schlecht. Nassschweif, ja, war okay. Aber immerhin noch ein Volltreffer. Was haben wir noch? Diebeskuss. Oh, Togepi, du bist aber stark. Und Flammenwurf. Ja. Wenn es so weitergeht, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Zeit für eine Dino-Faust. Ich will einfach mal den Angriff sehen. Der ist natürlich nicht effektiv gegen einen Flug-Pokémon. Oder ist es sogar Flugdrache? Ich glaube, die Entwicklung ist Flugdrache, oder? Ich weiß nicht. Deiner Faust! Und? Entschuldigung. Wumms! Naja. Sonderlich stark war das jetzt nicht. Nee. Aber der Angriff steigt. Und jetzt gibt es Lake. Ich glaube, es heißt Lake und nicht Lake. Kann nicht sein, dass der englische Begriffe hier einbauen. Diebeskuss! Togepi hat's gemacht. Besiegt. Oh, FM ist geschwächt. Das ist die Chance, einen Fangversuch zu starten. Okay. Pokéball. Nein, nicht Pokéball. Dynamax Super Riesenball. Los geht's. Ich werfe meinen Medizinball. Wumms. In den Medizinball. Sieht aus wie ein Premierball. Also, wenn der wackelt, dann wackelt die ganze Erde, du. Mein lieber Scholli. Was für ein Teppichdörtchen. Wow, wir haben es gefangen und es ist klein geworden. Klasse! FM wurde gefangen. Warum heißt das Pokémon FM? Ich verstehe es bis heute nicht. Egal, okay, weiter. Gleich kriegst du einen tollen Spitznamen von mir. FM, Eintrag. Okay, FM. Es kann Schallwellen verschiedenster Frequenzen freisetzen. Selbst große Pokémon können seinem Beschuss mit Ultraschallwellen nicht standhalten. Ja, Flugdrache. Könnte es sich vielleicht lohnen, das ins Team zu nehmen. Drachen-Pokémon sind immer cool. Wobei es ja den Typ Fee gibt und Feen-Pokémon machen Drachen-Pokémon immer ein bisschen auer. Naja gut, Jeremy! Lieber Jeremy! Ich widme dir FM. Weil FM toll ist. FM ist cool. So. Ich denke, ich kenne Jeremy zwar nicht persönlich, aber ich denke, dass alle, die hier kommentieren, auch ziemlich cool sind. Auch Jeremy. Auch Meira, auch Meirem von vorhin. So, Pikachu-Chiller, hallo. Dich haben wir schon gefangen. Daher laufe ich erstmal weiter. Es kann sein, dass ich manchmal vielleicht auch ein Pokémon doppelt fange, habe ich jetzt gerade spontan beschlossen. Weil natürlich viele Kinder kommentieren. Ich versuche natürlich, alle mit der Zeit reinzubringen. Also, seid nicht traurig, wenn ihr in dieser Folge noch nicht reinkommt. Es gibt noch so viele Folgen von Pokémon-Schild. Es glaubt mir, jeder wird die Chance haben. Vielleicht manche sogar doppelt, weil ich es vergesse, dass ich manche schon eingebaut habe. Wow, ein wildes Pam-Pam! Ich habe Pam-Pam geliebt. Es war damals direkt in meinem Team, als ich Pokémon X und Y spielte. Ich habe übrigens X. Okay, Pam-Pam. Pam-Pam, ich liebe die Entwicklung, ist so cool. So ein Kuschelteddybär, so ein ganz cooler Kuschelteddybär. Pam-Pam! Pam! Okay, komm, Pam-Pam will ich jetzt fangen. Pam-Pam. Jetzt, Pokéball, los! Bleib bitte im Ball, bitte. Pam, 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 pam. Sonst gibt's Rampelpampel. Ja, super. Super klasse. Katztastisch. Pam, pam wurde gefangen. Das gibt Erfahrungspunkte ohne Ende. Naja, nicht ganz. So, ein Eintrag im Pokédex. Pam, pam. Er starrt den Gegner finster an, um nicht unterschätzt zu werden.
Doch wenn es sich entspannt, muss es unwillkürlich grinsen. Ist ja süß. Ich glaube, es scheint gerade entspannt zu sein, denn es grinst ein wenig. So, dieses Pam-Pam widme ich dem lieben Konstantin. Lieber Konstantin, ich weiß gar nicht mehr, ob du geschrieben hast oder deine Mama, aber liebe Grüße an dich, du darfst Pam-Pam sein. Der coole Teddybär. So, dann haben wir hier wieder ein Pokémon-Nest mit Watt. Ah, hier sind ganz viele Pam-Pams. Familie der Pam-Pams. Bärenbaum, schüttle ich diesmal nur zweimal. Ich möchte diesmal keinem wilden Kigugi entgegenlaufen. Aber vielleicht kommt hier sogar ein Tansa. Na egal. Komm, einmal geht noch. So, aufhören. Das reicht. Sammeln wir mal das ganze Zeugs ein. Eine Sinnelbeere, Persim und so weiter und so fort. So, Safkon, Safkon, Safkon. Oh, Wipfelscheinwald. Pupanse! Ach, Pupanse ist lustig. Das ist ein lustiges Pokémon. Fukano, Fukano. Entschuldigung. So, Fukano hatten wir auch in Pokémon Let's Go Pikachu mal für eine kurze Zeit. Wisst ihr noch, wann das war? Es war kurz vor der Arena von Prismania City. Da haben wir nämlich mit Arcani so richtig schön die Arena gerockt. Aber ich muss zugeben, Fukano kam auch sogar mit in den Pokémon-Turm in Lavandia. Das war spannend, das war lustig. Das hat echt viel Spaß bereitet. So, Pokéball, los. Mal sehen, ob wir es diesmal fangen werden. Fukano, bleibst du im Ball? Natürlich bleibst du im Ball. Klasse, Fukano wurde gefangen. Gacha erreicht Level 13, Magdalena Level 15. Und es gibt natürlich einen Eintrag im Pokédex. Fukano, es ist sehr loyal und bellt jeden Gegner furchtlos an, um seinen Trainer vor Schaden zu bewahren. Fukano, ist ja klar, dass Fukano auch einen Spitznamen bekommt. Dieses Fukano möchte ich den lieben, er wartet schon lange darauf, Florian widmen. Lieber Florian, du bist Fukano. Herzlich willkommen bei uns hier bei Pokémon Schild. Und jetzt haben wir noch Pupanse. Pupanse mochte ich als Kind gar nicht. Aber mittlerweile finde ich es echt lustig. Vor allem die Entwicklung ist ziemlich cool. Von Typ Psycho-Boden, glaube ich. Psycho-Boden war es, ja. So. Also ziemlich, ziemlich lustiges Pokémon. Hat auch die Fähigkeit Schwebe. Und das macht es so besonders. Damals in der dritten Generation war die Fähigkeit Schwebe echt praktisch. So, Pokéball. Zack, komm. Dieses Pupanse möchte auch bei uns im Team landen. Und wird natürlich nicht aus dem Pokéball entspringen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ha ja. Was anderes habe ich jetzt natürlich nicht erwartet. Sehr schön. Das hat ja super funktioniert. So. Achtung, ein Eintrag im Pokédex. Ist ja klar. Pupanse, es wurde in antiken Ruinen entdeckt. Wenn es sich bewegt, dreht es sich. Auch im Schlaf steht es auf einem Bein. Ist das ein Bein? Ist einfach nur ein Kreisel. Okay, Pupanse, lieber Pupanse. Du kriegst natürlich auch einen Namen. Und zwar möchte ich das auch jemandem widmen, der oder die gar nicht so danach fragt. Orangino, dir möchte ich dieses Pupanse widmen. Vielleicht finden wir sogar noch ein Lepumentas. Oh, ein Lombrero. Entschuldigung, ich muss immer husten. Das ist die Entwicklung von Loturzel. Das haben wir auch relativ früh im Spiel schon gefangen. Und Lombrero hat so eine lustige Entwicklung. Kapaloris. Es ist... wow. Es ist so ein lustiges Pokémon. Was anderes kann ich nicht sagen. Ich rufe jetzt vorsichtshalber mal Magdalena ins Spiel, denn ich habe Angst vor Aquaknarre. Und ich denke mal, dass dieses Lombrero sich nicht so einfach fangen lässt mit Level 14. Daher muss ich erstmal pieksen. So. Hat nämlich eine Flugschwäche. Und genau diese möchte ich jetzt ausnutzen. Noch einmal. Beziehungsweise, was ist das nochmal? Jetzt direkt im Pokéball. Vielleicht haben wir ja Glück und es bleibt direkt im... Okay, so viel zum Thema Glück. Ja, vielleicht sollte ich doch nochmal Pieks einsetzen. Nur mal sicher zu gehen. Und es auf jeden Fall fangen zu können. Na gut. Dann wollen wir der Sache mal auf den Grund gehen. So.
Okay. Ich glaube, wir haben es genug geschwächt. Und ich sehe gerade, wir müssen unbedingt Pokebälle nachkaufen. Ich habe gar nicht mehr so viele. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Klasse. Lombrero wurde gefangen. Wir haben ein Lombrero. Dennis erreicht Level 14 und Schnuffi Level 18. Ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. So, für Lombrero ein Eintrag. Lombrero, es lebt am Ufer, wo die Sonne scheint. Tagsüber schläft es in einem Bett aus Wasserpflanzen. Nachts wird es aber aktiv. Ein nachtaktives Lombrero. Dieses Lombrero möchte ich... Achtung. Wir machen es richtig spannend. Wobei die Person es sich schon denken kann. Den lieben Samus widmen. Lieber Samus. Oder lieber Samus. Du bist Lombrero. Mann, man muss sich die ganze Zeit husten. Das gibt's ja nicht. So. Pupanze, Pupanze. Ohne Ende. Alles schön und gut. So. Oh, das ist die Entwicklung von Pupanze. Das ist Lepomentas. Irgendwie lustig. Lustiges Pokémon, aber wahrscheinlich zu stark. Deswegen laufe ich weiter. Häschen, Häschen, Häschen. Oh, was kommt uns denn da wieder entgegen? Fukano, Fukano. Hallo, Fukano. Wie geht's dir, altes Haus? Ich habe bereits ein Fukano. Deswegen werde ich jetzt dich mal still und heimlich ignorieren. Fukano. Tut mir leid, Fukano. Aber wir müssen weiter. Hier, ist da wieder ein Dynamax-Pokémon? Oh, tatsächlich, ein Loturzel. Okay. Dann machen wir das einfach mal. Komm, ein Loturzel, hauen wir noch kurz platt, oder? Wow, es geht wieder los. Da ist sogar ein Sänger dabei. Loturzel! Kann ich eigentlich auch meine Teammitglieder groß machen oder nur mein eigenes Pokémon? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Naja, gut. So. Oh, cool. Hier, dieser Captain. Captain Hook. Keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Furnifras, ja. Dann noch diese Echse. Amphira und... Okay, also auf jeden Fall haben die anderen Trainer echt coole Pokémon am Start. So, Zeit, mein Pokémon wieder rauszuholen. Schnuffi. Schnuffi! Schnuffi! Schnuffi. Super cool. Ja, ich muss auch mal meine Pokémon wechseln. Denn deiner Maximierung, das können auch andere Pokémon machen. Also jedes Pokémon. Ja, die Feuerattacke war gar nicht mal so schlecht. Ist übrigens normal effektiv, da Loturzel von Typ Pflanze und Wasser ist. Pflanze hat zwar eine Feuerschwäche, aber Wasser hat natürlich keine Feuerschwäche. Demzufolge normal effektiv. Flying Press. Komm, das Loturzel ist gleich weg, oder? Natürlich. War ja klar. Loturzel ist nicht stark. Aber Loturzel habe ich schon, deswegen werde ich es nicht fangen. Ob das jetzt gut oder schlecht war, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber naja. Deine Maximierung. Echt spannend, diese Funktion. Und wir haben sie in dieser Folge zum allerersten Mal eingesetzt. Aber wir sind immer noch nicht durch die Naturzone durchgekommen. Es gibt noch vieles zu entdecken. Danke fürs Zusehen. Rechts oben, wo der Finger zeigt. Tippt da drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bitte bleibt wie immer katztastisch.